Also es gibt eine fundamentale Frage, die die Grünen eigentlich seit ihrer Gründung begleitet. Und das ist, passen soziale Gerechtigkeit und Ökologie zusammen oder sind das zwei Fragen, die sich ausschließen? Wir haben hier zwei Diskutanten, die diesen Widerspruch oder diesen Spagat repräsentieren. Das eine ist Wolfgang Strengmann-Kuhn, seit 2008 im Bundestag, sozialpolitischer Sprecher der Fraktion. Und das andere ist Dietmar Janicek, seit 2013 im Bundestag und der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion. Ich bin Ulrike Herrmann, arbeite als Wirtschaftsredakteurin für die TAZ, die Tageszeitung. Ja, das kann man, diesen Widerspruch zwischen Ökologie und sozialer Gerechtigkeit könnte man ja sehr abstrakt angehen. Das wollen wir aber nicht machen, sondern mit dem Alltag starten. Und das erste Großprojekt, das die Grünen in dieser Richtung gestartet haben, war ja das sogenannte EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, wo unter anderem Solarpaneele gefördert wurden, auch sehr großzügig. Aber es ist ja irgendwie klar, man konnte sich ein Solarpanel nur aufs Dach setzen, wenn man überhaupt ein Haus hatte oder zumindest irgendwie ein Grundstück. Das heißt, die Mieter blieben ausgeschlossen. Das sind immerhin 50% der deutschen Bevölkerung. Also Frage an Sie, Herr Strengmann-Kuhn, war das eigentlich gerecht, dass man nur die Eigenheimbesitzer gefördert hat und der Rest automatisch leer ausging? Also Ziel der Förderung ist es ja dann langfristig, die Energie insgesamt billiger zu machen. Und dazu brauchte man ein wirtschaftspolitisches Förderinstrument, um halt die Solarenergie rentabel hinzukriegen, damit die Preise dann letztlich auch sinken, was dann ja in der Realität auch passiert ist, sodass dann am Ende dann alle davon profitieren. Die Frage ist aber, was ist in dem Übergang? Die Frage stellt sich bei der Solarenergie, aber insgesamt im Energiesektor, weil der Umbau hin zu einer anderen Energie Erzeugung erzeugt natürlich Kosten und die müssen so verteilt werden, dass es gerecht finanziert wird und dass sich diejenigen, die geringeres Einkommen haben, sich die Kosten auch leisten können, die vorübergehend höher sind. Langfristig ist das nicht nur ökologisch, sondern auch gerecht. Ja, aber man muss ja trotzdem sagen, diejenigen, die sich ein Panel da aufs Dach gesetzt haben, die haben nicht nur die Kosten erstattet bekommen, sondern letztlich haben die auch eine enorme Rendite gemacht. Also es ist schon so, dass erstmal die Reicheren durchaus profitiert haben. Das würden Sie doch auch sagen, oder? Das ist völlig richtig. Aber das ist ein notwendiger erster Schritt gewesen, um halt insgesamt, wie gesagt, die Energiewende dann hinzukriegen. Die muss dann allerdings sozial gerecht gestaltet sein. Ja, also wenn sogar der sozialpolitische Sprecher sagt, die Reichen müssen profitieren, dann sind Sie bestimmt sowieso einer aus dieser Meinung, oder? Also die Energiewende war etwas zu teuer, das ist in der Tat so. Also wir haben ein Stück weit eine Überförderung gehabt bei der Photovoltaik zwischen den Jahren 2009 und 2012. Da gab es Renditen, die hätte man nicht unbedingt gebraucht. Und die 24 Milliarden, die wir in Umlage heute haben, die hätten vielleicht auch 12 sein können. Also so ehrlich, glaube ich, kann man in der Rückschau schon sein. Das war aber von Anfang an nicht vorhersehbar, dass es so schnell runtergeht. Das war nicht vorhersehbar, wir waren auch nicht mehr an der Regierung, aber alle miteinander hätten, glaube ich, ein bisschen schauen können, ob die Entwicklung nicht dann von den fallenden Stückkosten versus den Renditen nicht auseinanderklafft. Das ist jetzt was passiert in den 3 Jahren. Das war auch nicht das Ziel der Energiewende. Das Ziel war ja, Gerechtigkeit auf einem anderen Aspekt zu schaffen, nämlich, dass wir überhaupt noch ein lebenswertes Leben auf dem Planeten kriegen, indem wir es mal schaffen, in Deutschland auf der Basis erneuerbarer Energien zu zeigen, dass so ein Industrieland Wohlstand erhalten kann. Und da haben wir auch ein bisschen Experimentiergeld bezahlt und wir haben damit aber der ganzen Welt eine Technologie geschaffen, die jetzt gerecht in Afrika, in Südamerika eingesetzt werden kann. Also global gesehen gerecht, individuell gesehen war nicht alles gerecht, aber kann es auch nicht sein, wenn man was neu macht. Ja gut, aber jetzt gibt es ja schon das nächste Projekt dieser Art, nicht? Also jetzt sollen ja zum Beispiel die Wohnbauten energetisch saniert werden. Das kostet auch Geld, das wird jetzt bei den Mietern wieder umgelegt. Also da ist ja auch wieder die Frage, eigentlich ist es richtig, für Energiesparen bei den Wohnungen zu sorgen, aber die Frage bleibt, wie sollen das dann eigentlich gerade die Ärmsten bezahlen, wenn dadurch die Mieten steigen? Also da muss man in der Tat Anreize schaffen. Das wird ja jetzt auch gerade versucht im Verhandlungsprozess. Bundesregierung, Bundesländer, Anreize für Handwerker, für Umlage, dass man also auch wirklich Förderung gibt. Weil in der Tat kann es sonst zu einer Spreizung kommen, dass die Mieten, die ohne die schon sehr hoch sind in Deutschland in vielen Ballungszentren, kommt ja eine Inflationsrate gar nicht vor. Da kommt vieles vor, aber die Mieten kommen nicht vor. In München, wo ich herkomme, können Sie natürlich kaum noch was bezahlen, wenn Sie wohnen. Und da müssen wir in der Tat auf den sozialen Aspekt achten, dass dort Sanierungen, die sinnvoll sind und die dann 50 Jahre lang auf Dauer dann niedrigere Heizkosten sorgen werden, dass die nicht dazu führen, dass in der kurzen Frist dann 20% Mietsteigerung ist. Also da würde ich sagen, ja, da haben wir einen Auftrag auch, insbesondere für diejenigen, die sich nicht leisten können. Kann man aber schaffen, indem man zum Beispiel über soziale Wohnungsmodelle oder auch entsprechende Zuschüsse dann da auch Möglichkeiten schafft. Wie müssen denn diese Zuschüsse aussehen, ganz konkret, damit sie auch bei den Mietern ankommen und nicht nachher wieder bei den Wohnungseigentümern? Ja, man muss ja sowieso berücksichtigen, dass einerseits die Kaltmieten dadurch steigen, aber die Warmmieten
die Heizkosten ja sinken sollen dadurch. Und das muss zum Beispiel bei Sozialleistungen mit berücksichtigt werden, dass halt die gesamte Miete berücksichtigt wird und da Anreize zu schaffen, tatsächlich auch für energetische Sanierungen. Wir haben da als Grüne Bundestagsfraktion zum Beispiel ein Klimawohngeld mit einem Zuschuss für solche Sanierungen mit drin, ein Klimabonus dabei, aber auch bei den Hartz-IV-Leistungen müsste man noch mal gucken. Da gibt es ja eine strikte Trennung zwischen der Kaltmiete und den Heizkosten, die unterschiedlich behandelt werden. Und man müsste da eigentlich bei der Angemessenheit auch darauf achten, ist das jetzt modern saniert oder nicht? Und dementsprechend die Angemessenheit, die sich bisher nur nach der Kaltmiete rechnet, halt auch anders gestalten. Aber darf ich noch einen Satz zum Energiepreis sagen? Also ist immer so dieser Vergleich. Wir und Japan haben relativ hohe Strompreise im Vergleich. Allerdings die Texaner haben viel niedrigere, die verbrauchen aber trotzdem genauso viel wie wir und zahlen genauso viel pro Haushalt. Also wir haben ja bei Effizienz, Einsparungen, Möglichkeiten sehr viel getan bei uns und das ist auch gerecht gewesen für die Menschen. Also es ist am Ende immer die Frage, dieser Übergang, der muss gestaltet werden, aber wenn der dann mal durch ist, dann ist natürlich das erneuerbare System das Verlässliche und auch, Wolfgang hat es ja gesagt, auch das Günstigere auf Dauer, da habe ich keinen Zweifel dran. Ja, aber jetzt so Stichwort Strompreise, Sie haben ja schon gesagt, die sind sehr hoch im internationalen Vergleich, die werden weiter steigen, dadurch, dass ja dieser... Für die Konsumenten, nicht für die Industrie, hat die günstigsten. Aber für die Konsumenten nebenbei werden sie steigen, weil man jetzt natürlich der Ausbau des Ökostroms kostet ja erneut Geld. Wieder die Frage, was macht man mit den Leuten, die im Niedriglohnsektor sind? Also Sie haben ja jetzt gesagt, okay, Hartz IV, da muss man das berücksichtigen, aber es gibt ja viele Leute, die haben sehr wenig Geld, sind aber nicht bei Hartz IV. Also in der Tat ist das so, dass die Kosten nicht Preise sind, sondern Kosten sind Preis mal Menge. Also das muss man auch berücksichtigen. Also es kann auch sein, dass bei steigenden Preisen die Kosten insgesamt sinken, weil halt weniger verbraucht wird, weil man Anreize schafft. Das heißt also, die höheren Preise sind gar nicht das zentrale Problem, sondern man muss das Gesamt betrachten. Ja, aber gut, da würde und jeder, der wenig Geld hat, sagen, das ist jetzt zynisch. Sie sagen mir, ich soll eigentlich nur sparen. Ja, ich bin okay. Der zweite Teil des Satzes kommt ja noch. Okay. Also was ein Punkt wäre, dass man sagt, man durchaus ein Stück weit dafür sorgen, dass die Preise etwas höher liegen. Das ist gar nicht das Problem, auch aus ökonomischen Anreizeffekten. Aber wenn man das zum Beispiel über eine Steuer macht, dann muss man auch gucken, dass das sozial wieder umverteilt wird. Und da gibt es verschiedenste Ansätze, die man machen kann. Ein Vorschlag ist der sogenannte Ökobonus, dass man sagt, die Einnahmen, die durch so eine Steuer reinkommen, werden pro Kopf so verteilt, dass sich halt Geringverdiener dann auch die höheren Preise leisten können. Dann halt nicht nur für die ganz wenig Geld haben, die Hartz-IV-Bezieher sind, sondern tatsächlich für alle, sodass es dann eine Möglichkeit gibt, sich die höheren Preise auch zu leisten. Weil eigentlich vom ökonomischen, ökologischen her bräuchte man eigentlich höhere Preise. Das lässt sich sozialpolitisch aber nicht tatsächlich sozial gerecht gestalten, sondern man braucht dann eine sozialpolitische Kompensation. Also man kann ja auch ein Kontingent an Strom, Grundbedarf etwas günstiger machen. Solche Überlegungen gibt es auch schon. Es gibt auch schon Modelle von Stadtwerken, die sowas praktizieren. Aber ich behaupte mal Folgendes. Also wir werden ab dem Jahr 2018, 19, 20 kein Problem mehr haben mit steigenden Strompreisen, sondern wir werden runtergehen. Das ist aus einem einfachen Grund. Wir werden Wettbewerb haben und wir haben erneuerbare Energien im System, dass es kracht. Die sorgen dafür, dass die Preise runtergehen, weil die Paneelen werden günstiger, die Windkraft wird günstiger. Also wir werden im Vergleich auch zu anderen Ländern, die auf fossile Technologien setzen, keinen Nachteil mehr haben. Den haben wir jetzt schon nicht, weil wir effizienter umgehen. Also insofern, gab es denn jetzt einen Heizkostengipfel oder gab es einen Benzinpreisgipfel? Die ganze Strompreisdiskussion ist ja aus meiner Sicht auch, wenn man wirklich mal anschaut, was Leute für Strom ausgeben, auch Niedriglohnhaushalte, es kann ein Problem sein, ja, will ich nicht bestreiten, dafür gibt es Lösungen, aber es ist nicht das soziale Problem, was wir haben in diesem Land. Also Sie würden sagen, man muss eigentlich vor allen Dingen jetzt mal das Benzin teurer machen. Das Benzin ist ja gerade ein bisschen günstiger geworden, wieder durch den Ölpreisverfall. Das steigt aber auch wieder nach meiner Prognose. Insofern, nee, das muss man nicht günstig deswegen teurer machen, damit Leute, die wenig Geld haben, nicht mehr Auto fahren können. Das ist nicht der Ansatz, aber man muss natürlich gerechte Preise haben, die ökologisch gerecht sind. Ja, das heißt, sie müssen steigen. Und die müssen steigen im Sinne dessen, dass man das auch abbildet, was sie an Umweltschäden verursachen, weil das geht ja sonst zulasten auch von Dritten. Also mal ganz konkret, wie teuer sollte aus Ihrer Sicht, dass der Liter Benzin werden?
der sich da beziehen. Wenn man das Steuer, mit Steuern reguliert, also natürlich jetzt steigt und sinkt das je nachdem, wo der Ölpreis ist, aber das ist, könnte man ja auch anders handhaben. Man könnte ja sagen, okay, 3 Euro pro Liter auf jeden Fall muss so ein Liter kosten, weil das einfach die ökologischen Schäden dann abbilden würde. Es macht keinen Sinn, ein einzelnes Segment zu erhöhen. Wenn, dann bräuchte ich einen CO2-Preis. Das fordere ich auch. Habe ich auch in meinem Papier mit Gerhard Schick, was wir gemeinsam verfasst haben, geschrieben. Also wir bräuchten einen CO2-Preis, der hoch ist. Das betrifft aber alle Industrien gleichzeitig, am besten noch europaweit. Aber wir können es auch in Deutschland erstmal anfangen. Machen die Briten ja auch. Die haben auch einen CO2-Preis eingeführt, der über dem jetzigen CO2-Preis liegt. Und dann ändern sich alle Sektoren. Dann hat das Auswirkungen auf den Benzinpreis, auf den Kohlepreis, auf den Braunkohlepreis. Und die anderen werden aber günstiger, weil die verbrauchen kein CO2. Ja, nochmal ganz kurz. Ja. Nur für den Verbraucher, mal ganz platt. Wenn man ihr CO2-Konzept einführen würde, wie teuer wäre dann der Liter Benzin? Das kann ich Ihnen nicht genau quantifizieren, aber er wäre mit Sicherheit noch etwas teurer, als er heute wäre. Allerdings sind die Automobile auch deutlich effizienter. Die verbrauchen jetzt nicht mehr 10 Liter wie vor 30, 40 Jahren, sondern 5. Also wiederum Menge mal Kosten ist dann das, was rauskommt. Menge mal Preis und die Kosten. Und da ist die Frage dann am Ende, kommen die Leute wirklich sozial schlecht weg? Ich behaupte, nein, die kommen relativ gut weg. Aber wenn man was verbraucht an Ressourcen, dann muss das einen Preis haben. Der muss sich ökologisch widerspiegeln, weil dann ist das nicht gerecht, wenn das nicht so wäre. Ja, und die zentrale Frage ist, trotzdem kann man dann eine Gesellschaft haben, die gleich ist. Das glaube ich, funktioniert. Auch Mobilität ist ja auch ein Recht, finde ich, für alle Menschen und nicht nur für Menschen, die viel Geld im Portemonnaie haben. Die zentrale Frage ist, wie schafft man Alternativen, die halt nicht so viel Anreiz, CO2 ausstoßen. Und da brauchen wir dieses marktwirtschaftliche Instrument tatsächlich von eines tatsächlich funktionierenden Emissionshandels. Und dann kommt auch ökonomische Innovation in Gange. Das stockt im Moment so ein bisschen aufgrund des niedrigen Ölpreises. Aber die Diskussion vor ein paar Jahren, als der Ölpreis deutlich über 100 Euro war, Dollar, das Barrel, war die Diskussion eine ganz andere. Da hat man diskutiert, ja, auch auf Automobil schauen, ja, jetzt brauchen wir Autos, die sparsamer sind, Alternativen zu fossilen Antriebstechniken, Elektromobilität. Wir müssen natürlich auch daran denken, als Grüne, was gibt noch für alternative Mobilitätsformen. Ich glaube, das Fahrrad wird in Zukunft eine größere Bedeutung spielen. Und da kommt man dann auch zu günstigeren Möglichkeiten, sich tatsächlich mobil zu bewegen. Auch öffentlicher Nahverkehr wäre so ein Bereich. Da gibt es auch noch einen spannenden Vorschlag, den wir auch intern schon mal diskutiert haben, im Bereich Mobilität zu sagen, dass Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos öffentlichen Verkehr nutzen können. Also nicht nur Nahverkehr, sondern insgesamt. Das würde Jugendliche hinbringen zu öffentlichen Verkehrsmitteln, würde gleichzeitig den Horizont erweitern, weil Jugendliche halt leichter reisen können. Und insofern hätte man an der Stelle tatsächlich Ökologie und soziale Gerechtigkeit sehr gut miteinander kombiniert. Was ja auffällt, wenn man Ihnen beiden zuhört, Sie haben jetzt ein CO2-Konzept, wo es um CO2-Preise geht. Sie haben ein Konzept, das heißt Ökobonus. Aber eigentlich muss man doch sagen, dass es beides Ökosteuern wären. Früher sind die Grünen mit der Ökosteuer in den Wahlkampf gegangen. Nicht? Und es gab ja auch eine Ökosteuer, da war die Idee, das Benzin wird teurer oder die Energie insgesamt wird teurer und damit finanziert man die Rentenkassen. War eigentlich ein erfolgreiches Modell. Trotzdem hört man niemals mehr, dass die Grünen von der Ökosteuer reden, sondern ständig werden neue Begriffe erfunden, wie eben Ökobonus oder CO2-Preis. Wieso kommt das, dass die Ökosteuer, ein existierendes Konzept, von Ihnen nicht mehr erwähnt wird? Naja, nur Steuer erhöhen ist ja erstmal ein Ansatz, wo die Bürger sagen, da wird was teurer. Aber die Realität ist ja weitergehend bei den Konzepten. Es wird etwas teurer, damit was anderes billiger wird oder gerechter wird. Und in dem Sinne halt die Frage des Umweltverbrauchs. Die Auswirkungen sind nicht immer sofort. Das ist immer das Problem von Politik. Deswegen brauchen wir auch Abfederung. Deswegen brauchen wir auch Modelle, wo zum Beispiel ein Strompreiskontingent für diejenigen, die es sich nicht gut leisten können, da ist. Aber man darf das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und da brauche ich den Markt. Und der Markt braucht einen CO2-Preis. Und wenn der gut ist, gut im Sinne von hoch, dann entwickelt sich die gesamte Marktwirtschaft in die richtige Richtung. Und das sorgt ja auch wieder für Jobs und für eine Ökonomie in Balance. Die ist dann auch sozial und ökologisch, weil eben diese ganzen externen Kosten, die Umweltschäden, die angerichtet werden, dann nicht mehr vorkommen. Also eigentlich ist das ein relativ gutes Konzept, finde ich, auch von der Gerechtigkeitsperspektive. Ja, aber eigentlich nicht, dass Sie denken, ich finde Ihr Konzept schlecht, aber es ist manchmal so, es ist eine Ökosteuer, heißt jetzt aber nicht mehr so. Ja, ich kann Ihnen ein anderes Beispiel nennen. Also 50 Milliarden Subventionen haben wir im Steuerrecht, können wir gerne alle richtig rangehen mit dem Rasenmäherprinzip. Und ist das in jedem Einzelfall gerecht? Nein. Also wenn der einen Dienstwagen hat, sei es ein
einen kleineren, wo wir das abschaffen, dann zahlt der. Das ist dann für den Einzelnen eine Mehrbelastung. Bei dem nächsten ist es möglicherweise die Frage einer anderen Subvention, die ökologische Kerosinbesteuerung, wollen wir jetzt vielleicht auch mal ein Fliegen, ja, also das sollen wir ja auch nicht ausschließen, machen ja die Grünen auch ab und an. All diese Einzelmaßnahmen sind ökologisch schädlich, sind aber staatlich subventioniert. Und wenn wir sie kürzen, haben sie erstmal eine negative Auswirkung fürs Individuum. Wenn ich es aber im Gesamtkonzept sehe, dann hat das eine gerechte Auswirkung. Aber Sie haben völlig recht. Sie werden mir immer ein Einzelbeispiel nennen können, wo einer schlechter wegkommt. Das ist nun mal so, wenn man Veränderungen anstrebt. Den Mut müssen wir auch haben zu sagen. Das sind Ökosteuern. Also das, ja, läuft, das nicht läuft nicht unter dem Label. Aber wenn wir sagen, wir wollen umweltschädliche Subventionen im Steuerrecht abschaffen, dann ist das natürlich eine ökologische Steuerreform. Aber in der Tat, und da arbeiten wir intern auch dran, braucht es eine Renaissance der Ökosteuer. Weil es war durchaus ein Erfolgsrezept, zumindest was die faktische Wirkung angeht, in der Kommunikation nicht ganz, weil wir haben durch die Ökosteuer verhindert, dass die Rentenversicherungsbeiträge ansteigen. Das haben die Leute nicht wirklich gemerkt. Also die Beiträge wären jetzt halt deutlich höher, wenn es die Ökosteuer nicht geben würde, aber die Rentenbeiträge sind nicht gesenkt. Das heißt, wir müssen nach einer sozialen Kompensation suchen und daran arbeiten wir an Ideen, wo es dann auch deutlich wird, dieser ökologische und der soziale Teil. Also da, wie gesagt, ein anderer Steuertarif für den Energieverbrauch ist da eine Idee, das mit dem Ökobonus ist eine weitere Idee und da haben wir mehrere Ideen, über die wir halt intern noch reden, was da das Beste ist. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich für die nächste Bundestagswahl definitiv wieder ein neues Ökosteuerkonzept brauchen. Ja, also die Idee ist einfach, die Leute sollen die Steuern zurückkriegen, direkt vor Ort, die sie selbst bezahlt haben, damit sie das stärker wahrnehmen. Und sie sollen Anreize haben, Technologien zu nutzen, die energiesparend sind. Das sind ja Bonus-Malus-Systeme. Das sind die zwei Seiten einer Medaille. Elektromobilität wollen wir vielleicht eine Kaufprämie formulieren und die gibt es dann aber gegenfinanziert, dass die Kfz-Steuer steigt bei den dicken Autos. Also das ist schon auch ein Gerechtigkeitsaspekt, denn die dicken Autos, die Premium-Fahrzeuge, das fahren jetzt nicht die Armen. Also das hat alles auch Gerechtigkeitsaspekte. Ja, aber was natürlich trotzdem da bleibt als Problem ist ja, dass man zwar mehr Ökologie hat, aber gleichzeitig ja auch mehr Wachstum. Das heißt, das frisst sich dann gegenseitig auf. Auf Wachstum kann man aber nicht verzichten, weil gleichzeitig ja die soziale Gerechtigkeit eigentlich immer in dieser Weise hergestellt wurde, dass einfach Wachstumsgewinne verteilt wurden. Es gibt ja keine wirkliche Umverteilung in Deutschland, sondern wenn die Armen oder die nicht so gut Gestellten etwas bekommen haben, dann eigentlich immer nur, weil die Wirtschaft gleichzeitig gewachsen ist. Sehen Sie da ein grundsätzliches Problem? Also sehen Sie, dass man ja eigentlich auf Wachstum verzichten müsste, wenn man die Umwelt retten will langfristig? Glauben Sie aber dann, dass da tatsächlich dann die soziale Gerechtigkeit nicht mehr finanzierbar wäre? Also es sind ja mehrere Fragen. Also das erste, kann man auf Wachstum verzichten, ja oder nein? Und da ist unser Ansatz, also jetzt explizit von uns beiden, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen in der Partei, dass wir den Wohlstand abkoppeln müssen von Wachstum. Das heißt, wir brauchen Mechanismen, die unabhängig sind von diesem Wachstumszwang. Und da gehört die Finanzierung der sozialen Sicherung und das Versprechen sozialen Aufstiegs und sowas definitiv mit dazu. Dazu muss man sagen, dass das mit dem Verteilungsgewinne verteilen oder Gewinne dann verteilen durch Wachstum hat in der Vergangenheit schon nicht geklappt. Weil sowas wie Armut ist immer relativ. Und wenn man relativ ansteigt, kann auch die Armut steigen oder fallen. Das haben wir jetzt gerade in den letzten Jahren gesehen. Es gab ja gerade den Armutsbericht vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, wo gezeigt wurde, das Durchschnittseinkommen ist gestiegen, aber die unteren sind abgehängt gewesen und haben von dem Wachstum nichts gehabt. Wenn man jetzt eine Gesellschaft haben will mit weniger Wachstum oder die vom Wachstum unabhängig macht, dann muss man mehr soziale Gerechtigkeit über deutlich mehr Umverteilung hinkriegen. Mehr Umverteilung, als das jetzt in dem jetzigen System der Fall ist. Das muss man deutlich dazu sagen. Wenn es mehr soziale Gerechtigkeit gäbe, das heißt, die unteren Schichten hätten mehr Einkommen, das sie konsumieren können, wofür man ja aus Gerechtigkeitsgründen eigentlich sein müsste, dann genau gibt es mehr Wachstum, weil sie alle mehr konsumieren. Also man hätte dann auch keine Ökologie, sondern mehr soziale Gerechtigkeit. Aber die Ökologie würde auf der Strecke bleiben. Das erleben wir ja global. Ja. Also global ist es ja so, dass weite Wirtschaftsräume ins Wachstum reinkommen und auch, können wir sagen, Gott sei Dank, viele Menschen in den Mittelstand kommen, auch mittlerweile in großen Teilen Asiens, selbst in Ansätzen in Afrika, in Südamerika, in breiten Teilen. Aber der Lebensstandard, der orientiert sich am westlichen Modell. Also ist das jetzt ein Problem? Naja, also sozialpolitisch gesehen erstmal nicht. Das ist erstmal gut. Ressourcentechnisch ist es ein Riesenproblem. So, was aber uns angeht, ist doch die Frage,
Ich finde Wachstum erstmal nicht die entscheidende Frage. Die Frage ist, können wir eine Ökonomie organisieren, wo jedes Jahr der Ressourcenverbrauch runtergeht? Dann kann die von mir aus auch dynamisch sein. Aber Wolfgang Strengmann-Kuhn hat natürlich völlig recht. Wir haben ganz viele Abhängigkeiten geschaffen. Unser Sozialsystem, unsere Umverteilung, unsere Rentenversicherung, alles hängt davon ab, dass die jetzige Generation jedes Jahr wieder reproduziert, was sie letztes Jahr reproduziert hat und am besten noch ein bisschen drauf. Ja, und selbst wenn wir Nullwachstum hätten, würden wir Billionen BIP Wachstum haben, nämlich ein Volumen, das wir aufs nächste Jahr wieder übertragen bekommen. Also insofern ist die Vorstellung natürlich, dass wir eine schrumpfende Ökonomie haben, weit, weit weg momentan. Das Einzige, was wir schaffen können auf die kurze Sicht, ist, glaube ich, mit sehr, sehr viel Rahmenbedingungen, ökologisch, auch Technologien gehören rein, soziale Modelle. Also wenn ich die Mobilität nur organisiere, müssen die Leute auch nicht mehr so viel Auto fahren. Vielleicht, wenn das selbstfahrende Auto kommt, dann brauchen wir nur noch ein Fünftel davon, weil die fahren den ganzen Tag im Kreis und holen mich ab. Das sind so Beispiele, das sind auch Utopien, die aber sehr, sehr schnell Realität werden können. Und nur mit Umverteilung ist ein richtiger Aspekt. Ich glaube, da geht es ums Thema Arbeit. Also die Leute brauchen in Zukunft auch eine Perspektive, wie sie in der Möglichkeit einer Gesellschaft mit weniger Arbeit, die ich kommen sehe, aus verschiedenen Gründen, Demografie, digitaler Wandel, trotzdem sich Wohlstand leisten können. Ja? Da geht es, glaube ich, im Kern darum, wie organisieren wir Arbeit neu und umverteilen sie auch. Die reine Frage von Umverteilung von Vermögen kommt irgendwann an ihre Grenzen, weil ich kann ja nicht immer weiter umverteilen, um dem Wachstum zu begegnen. Dann habe ich irgendwann keine Dynamik mehr, weil Mittelstand und andere, die was produzieren sollen, die was wertschöpfen sollen, die wollen ja auch eine gewisse Freiheit haben. Und wenn die 80% abgeben müssen am Ende, dann werden die ein Problem kriegen. Ich versuche das mal ein bisschen konkreter noch zu machen. Also wenn es um die Finanzierung und die Ausgestaltung der Sozialsysteme angeht, dann brauchen wir erstens eine breitere Finanzierung, also Stichwort Bürgerversicherung, um eine möglichst stabile Finanzierung auch dann hinzukriegen, wenn das Wachstum nicht da ist. Dann baut man ein Stück der Abhängigkeiten schon ab. Und das Zweite, was wichtig ist, auf der Ausgabenseite muss es ein klar definiertes Minimum geben, in welcher Form auch immer dann organisiert, irgendeine Art von garantiertem Mindesteinkommen, was dazu führt, dass auch in ökonomisch schlechteren Zeiten die Menschen nicht abstürzen und möglichst mit einem Bonus für Tätigkeiten, also man kann das über negative Einkommensteuer umsetzen oder auch in anderen Maßnahmen, aber wichtig ist, dass es ein klares Minimum gibt und das breit finanziert. Ich glaube, dann hätte man ein Sozialsystem, was ein Stück weit unabhängiger von diesem Wachstumszwang ist, so wie das jetzt der Fall ist. Also man muss ja sagen, er hat jetzt gerade eigentlich ein relativ radikales Steuersystem vorgeschlagen, wo die Reichen sehr stark belastet würden. Anders kann man nämlich so ein Grundeinkommen nicht finanzieren. Wären Sie denn auch dafür, dass man die Vermögenden stark besteuert? Das klang eben gar nicht so. Die Vermögenden stark besteuern bin ich dafür. Die Frage ist, wer sind die Vermögenden? Sind das jetzt die mittelständischen Unternehmen und die Kreativen, die Arbeitsplätze schaffen, in denen sie ihr Erworbenes Vermögen wieder reinstecken in neue Kreativität? Dann ungefähr 33% des Volksvermögens. Dann sind wir gleich dabei. Das war aber auch nie ein Streitpunkt bei den Grünen, dass wir die Superreichen sozusagen, wie es ja jetzt auch in Griechenland und woanders heißt, besser ranziehen wollen. Die Konzepte dafür müssen dann aber auch so sein, dass das gewährleistet ist. Das ist eine technische Frage. Also insofern Umverteilung ja, aber ich warne vor dem Glauben, dass wir allein durch Umverteilung in einem sehr reichen Land, wir hatten die letzten 5 Jahre jedes Jahr 4% mehr Steuereinnahmen. Also es ist nicht so, dass wir ein Einnahmenproblem haben, gerade in Deutschland. Wir haben einen Haushaltsüberschuss von 18 Milliarden gehabt letztes Jahr auf allen staatlichen Ebenen, dass wir allein dadurch alle unsere Probleme lösen. Das glaube ich nicht. Die Frage ist ja auch nicht nur, wie kriegen wir sozusagen den ökologischen Umbau sozial abgefedert, sondern auch umgekehrt, wie bauen wir die Sozialsysteme so, dass sie den ökologischen Umbau fördern. Also wie kriegt man sowas wie Innovation gefördert, wie kriegt man Unternehmensgründungen stärker gefördert, Investitionen stärker gefördert. Und auch da kann sowas wie so ein Garantieeinkommen, in welcher Form auch immer, es muss nicht ein Grundeinkommen sein, sondern das könnte man auch anders machen, gerade für Selbstständige eine Grundlage darstellt, um halt Kreativität zu entwickeln. Also wenn man jetzt mal, das hat Herr Strengmann-Kuhn schon angesprochen, bestimmte Gruppen nimmt, dann, die man jetzt versucht zu adressieren, dann muss man ja sagen, dass die grünen Wähler auch eine bestimmte Gruppe sind. Nicht? Das sind im Durchschnitt ja wohlhabende Wähler, die gut verdienen, mit dem Ergebnis, dass ja keine Gruppe so viel Energie verbraucht wie ausgerechnet die grünen Wähler. Nicht? Und das einfach daran liegt, sie haben alle im Durchschnitt Einfamilienhäuser, mehrere Autos, davon ist vielleicht eins dann ein Hybridauto. Also die grünen Wähler, ja, die Frage ist, ob die grünen Wähler nicht grün wählen,
so im Sinne eines Ablasshandels. Ja, man beruhigt irgendwie sein eigenes schlechtes Gewissen und passt dann aber weiter. Das würde ich gerne tatsächlich mal so hart formulieren, weil das ja nachgewiesen ist, dass grüne Wähler in der Tat viel Energie verbrauchen. Ist ja erstmal nicht schlecht, dass grüne Wähler vielleicht einen gewissen Akademisierungsgrad haben, dass sie in Berufen sind, dass sie Geld verdienen. Manche tun es auch nicht so. Ich glaube, dass das nicht für alle gilt. Nee, das ist ein Durchschnittswert. Aber das ist ein Durchschnittswert eben. Also es ist ja, wir sind ja durchaus sehr, sehr divers, auch in unserer Wählerschaft. Wenn man nach Baden-Württemberg schaut oder nach Berlin-Kreuzberg, da ist einiges an Unterschied. Aber was ich weiß, ist, dass unsere Wähler wollen, dass wir sie besteuern, zum Beispiel gerechter, und dass sie wollen, dass wir was tun für zum Beispiel einen hohen CO2-Preis oder eine Ökosteuer. Also sie wollen ja was verändern. Und ob sie selber dann momentan in der Lage sind, Geld auszugeben, zu konsumieren und auch mobil zu sein. Ich glaube, man muss sich auch von der Illusion verabschieden, dass wir eine Gesellschaft kriegen, die ökologisch ist, wo die Menschen nicht mehr mobil sind. Also dahin wird es, glaube ich, nicht kommen. Da werden wir noch ganz andere Fragestellungen kriegen. Ich glaube, das unterscheidet grüne Wählerinnen und Wähler auch von anderen Parteien, weil tatsächlich das Bewusstsein, dass Ökologie und Gerechtigkeit auch zusammengehören. Ja, also man in Umfragen kommt soziale Gerechtigkeit als Wert immer dicht hinter der Ökologie bei den Grünen. Insofern wird das, glaube ich, auch gutiert. Oder auch wir haben uns irgendwie angeguckt, war denn das mit der Steuerpolitik denn eine Ursache für die Wahlniederlage? Und da gab es Umfragen, wo festgestellt worden ist, die Bereitschaft, Steuern zu zahlen, ist bei den Grünen Wählerinnen und Wählern am höchsten von allen. Das heißt, das Bewusstsein, dass da was passieren muss und dass es auch sozial gerecht zugehen muss, ist bei uns, bei der Wählerinnenschaft, aber ich glaube auch bei uns in der Partei, viel stärker als bei den anderen. Es gibt ja jetzt ganz klar, es müssen neue Stromtrassen gebaut werden, um diesen ökologischen Umbau. Ich komme aus Bayern, ich kenne das Thema gut. Ja, Sie kennen das Thema gut, also ökologischer Umbau geht nur, wenn man Trassen baut. In Hessen ist das im Moment auch gerade Diskussion. Ja, der Wind ist im Norden und der Verbrauch im Süden, also man muss neue Trassen bauen. Natürlich sind dann aber auch grüne Wähler nicht begeistert, wenn diese Trasse direkt bei Ihnen vor der Haustür vorbeiführt. Nicht? Ja. Das werden Sie ja aus Bayern kennen, oder? Ja, aber ich habe da von Anfang an eine sehr offensive Haltung gehabt und ich finde, die hat sich ausgezahlt. Ich spitze jetzt sogar mal ein bisschen zu. Ich bin nicht der Meinung, dass es sinnvoll ist, sich so eine Art Umwelt-Pegida vor Ort zu begeben, die alles bekämpft, was Eingriffe in die Landschaft sind, die einfach zum Teil auch notwendig sind. Und auch die Energiewende ist, das habe ich immer kommuniziert und andere, auch ein Eingriff in die Landschaft. Aber sie ist ein bisschen schöner als ein Atomkraftwerk vor der Haustür zu haben oder ein Kohlekraftwerk. So, und was die Leitungen angeht, wir haben in Bayern von Anfang an mit fast 100%iger Mehrheit für den Trassenausbau gestimmt, haben gesagt, man muss sich angucken, wo und zu welchen Bedingungen und Erdverkabelung und alles, was man braucht und Beteiligung der Bürger, soweit irgend möglich, und dann mit den Leuten reden. Jetzt haben wir eine Diskussion, die sehr populistisch geführt wird, aber am Ende weiß jeder, dass eine Energiewende nicht funktioniert, wenn wir nicht den Strom ausgleichen können von Wind im Norden und Photovoltaik im Süden. Wie soll das denn gehen? Also mit Österreich und der Schweiz werden wir es allerdings nicht hinkriegen in Bayern. Es gibt da noch einen sozialen Aspekt, der sozusagen über soziale Sicherung, Sozialpolitik im engeren Sinne hinausgeht, nämlich einen gesellschaftspolitischen Aspekt. Also, weil sowas wie den Stromtrassenbau oder die Energiewende kann man nicht von oben aufoktroyieren, sondern man muss die Gesellschaft mitnehmen. Das passiert ja in der Praxis auch, da wo wir regieren, also in Baden-Württemberg, also Kretschmann mit seiner Politik des Gehörtwerdens, ist da, glaube ich, ganz wichtig. Also man muss in Dialog treten mit der Gesellschaft und dann halt auch schauen, wo kriegt man das denn am wenigsten ökologisch schädlich, aber auch am wenigsten schädlich im Sinne der Menschen hin, die Trassen zu bauen, dass sie gebaut werden müssen. Aber das mit dem Dialog, da macht man auch so seine Grenzerfahrungen. Also man kann auch ganz viel Dialog machen über Jahre und dann bleiben trotzdem der harte Kern von Bürgerbewegungen, die immer dagegen sind. Und meine Erfahrung ist nicht, dass da die Grünen an der Federspitze sind. In Bayern ist es die CSU vor Ort. Mhm. Aber da haben wir ja auch Konzeptentwicklung, wie wir Bürgerbeteiligung anders organisieren, nämlich richtig, so, dass der Diskussionsprozess am Anfang verläuft und nicht wie bei Stuttgart 21, dann am Ende, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein wichtiger sozialer Aspekt ist bei dem ökologischen Umbau. Teilhabe. Mhm. Aber jetzt nochmal eine Frage, sozusagen, wenn es um die Perspektive geht. Sind die Grünen eigentlich radikal genug? Also man reformiert sozusagen immer so ein bisschen im Bestehenden. Aber um jetzt mal eine Rechnung aufzumachen, wie radikal man sein müsste, wenn man den Klimawandel verhindern will. Ist es eigentlich so, dass jeder einzelne Deutsche nur noch 2,7 Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen dürfte? Ja. Im Augenblick ist es aber so, dass jeder einzelne Bundesbürger im Durchschnitt 11 Tonnen ausstößt. Und ein einziger Flug nach Sydney sind schon 14 Tonnen. Das heißt, müssen die Grünen nicht einfach sagen, also wisst ihr was, das mit dem Fliegen, das müssen wir komplett lassen, Schluss, aus.
ist nicht mehr. Stattdessen, nicht, die Grünen regieren in ihrem Heimatland in Hessen, wird eben erzählt, ja, der Frankfurter Flughafen ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und deswegen müssen wir jetzt leider auch weitere Terminals bauen. Also ist, ja, also ist das irgendwie konsequent aus Ihrer Sicht? Also erst vielleicht kurz zu Hessen. Wir haben schon lange, bevor wir regiert haben, immer gesagt, der Frankfurter Flughafen ist ökonomisch wichtig für die Region und wir sind gegen den Ausbau des Flughafens mit dem neuen Terminal. Aber die regionale Bedeutung ist das eine. Das andere ist halt, wie man global damit umgeht. Und da wäre dann nicht die Lösung, es zu verbieten, sondern auch da wieder, man muss halt über die Preise gehen, CO2-Zertifikate, aber auch Besteuerung von Flugbenzin oder was wir im Frankfurter Flughafen in der Regierung machen wollen, halt höhere Gebühren für lautere Flugzeuge. Das ist sozusagen das ökologische Problem regional, der Lärm. Aber global ist natürlich der CO2-Ausstoß und das, was damit zusammenhängt, wichtig. Und dann braucht es halt Alternativen zu Inlandsflügen, die völlig unsinnig sind. Oder auch innerhalb von Europa braucht es Alternativen. Also, dass es jetzt keinen Nachtzug mehr gibt oder keine Nachtzüge, die in Europa fahren, ist dann ein großes Problem, was eine Alternative zum Fliegen wäre. Aber natürlich muss der Flugpreis insgesamt erhöht werden. Also die Frage war ja, sind wir radikal genug? Also ich behaupte mal, was mich angeht, und ich glaube, das gilt für Wolfgang auch, ja, kann ich mir schon vorstellen, weil was den Flughafen München angeht, habe ich selber den Bürgerentscheid vorgeschlagen, damals den Gremien, und wir haben die dritte Startbahn jetzt nicht in München. Trotzdem ist das aber alles zu kurz gesprungen, zu sagen, jetzt machen wir den Flugverkehr teurer und dann wird das gut mit der Ökologie. So einfach ist das nicht. Also wir werden natürlich ein gewisses Maß an Flugverkehr haben und auch brauchen, weil wir wollen eine Welt haben, wo die Menschen ein Stück weit miteinander in Austausch treten. Dazu muss man sich auch mal grundsätzlich bekennen. Ja. Und nicht so tun, als würden wir jetzt alle Grünen, alle Bundestagsabgeordneten und auch alle Basismitglieder nie wieder fliegen wollen. Ich glaube, das wäre ein bisschen heuchlerisch. So, jetzt auf die Radikalität, dann bleibe ich wieder beim Konzept. Also Gerhard Schick und ich haben ja mal 20 Seiten, das ist, glaube ich, durchaus radikal, den Gedanken aufgeschrieben, was man sich vorstellen kann. Und das hieße natürlich, einen CO2-Preis einzuführen, der den Markt steuert. Das heißt auch, ich gehe ein Stück weit mit Wolfgang Stringmann-Kuhn, nicht Grundeinkommen, aber eine Art leistungsbezogene negative Einkommenssteuer, die eben alle Arten von Arbeit bewertet und eben nicht nur die industriellen Produktionsarbeiten, die heute die höchste Wertschöpfung bringen, auch finanziell. Also das ist eine Veränderung der Arbeitswelt. Die heißt auch, digitale Technologien so einsetzen, dass sie uns einen Mehrwert bringen. Weil digitale Technologien sind unheimliche Rationalisierungstechnologien. Nicht nur erneuerbare, sondern auch digitale. Und all das zusammenzudenken, das ist keine einfache Herausforderung. Aber kann man machen und sollte man machen. Und letzte Zahl, es gibt an der Wall Street eine Studie, die sagen, Bloomberg Finance Studie, 7 Billionen Investitionen in Energiesysteme bis 2030 gehen 2/3 in erneuerbare Energieeffizienz. Die Welt dreht sich ja schon. Ja? Also ist ja nicht so, dass wir anfangen müssen. Wir sind schon mittendrin. Ja, aber wenn Sie jetzt Bloomberg zitieren, ja, das ist natürlich, das ist ja wunderbar, aber das ist natürlich eine der ganz großen Investmentfirmen letztlich. Die wollen also auch investieren. Ja, genau. Ja. Also wenn letztlich schon die Wall Street das Thema Ökologie erkannt hat oder wenn wir eine Kanzlerin haben, die von der CDU ist und den Atomausstieg organisiert, dann ist ja doch so ein bisschen die Frage, wozu braucht man eigentlich noch die Grünen? Nicht? Also wie gesagt, wenn selbst die Investoren schon ökologisch denken. Naja, Sie haben es ja eben gesagt. Also das, was eigentlich notwendig wäre, ist viel radikaler, als jetzt nur aus der Atomkraft auszusteigen. Das ist ja nur ein kleiner Schritt hin zu einer anderen. Ja, aber selbst das haben die anderen Leute von Bloomberg doch auch schon gemerkt. Also die Wall Street ist auch schon weiter. Ja, die investiert ja, aber das ist ja, das schadet ja auch nichts, wenn in der Wirtschaft Leute auch weiter denken. Aber ich glaube, dass der Umbau, der da notwendig ist, tatsächlich in den meisten noch nicht wirklich bewusst ist. Also ich glaube, dass wir tatsächlich sowas wie eine industrielle Revolution an der Stelle brauchen. Und das hat natürlich radikale Konsequenzen, schon national, weil wenn man die Wirtschaft umbaut, wird es auch Verlierer geben. Das heißt, auch da stellt sich die Frage der sozialen Gerechtigkeit ganz stark. Und global gesehen ist das natürlich noch mal sehr viel komplexer, ist ja eben schon angesprochen worden. Wir müssen den Konsum in gewisser Hinsicht auch steigern in den armen Ländern, weil damit die Menschen nicht mehr verhungern. Und den Schwellenländern können wir auch nicht sagen, ja, Pech gehabt, ihr kommt halt zu spät und an unseren Lebensstandard werdet ihr nie herankommen und ihr dürft nicht mehr, sondern da muss man auch da
stärkere Umverteilung haben und wir brauchen ökonomische Prozesse, die halt mit weniger Ressourcen tatsächlich auskommen. Und auch an der Stelle stellt sich die Frage der sozialen Gerechtigkeit ganz stark. Das heißt, wir müssen Ökologie mit sozialer Umverteilung verknüpfen, sonst funktioniert das nicht. Also die Grünen waren ja immer die Avantgarde, nicht? Jetzt ist ja 2017 wieder Wahl. Welche drei avantgardistischen Forderungen, ganz konkret, hätten Sie gerne in diesem Wahlprogramm? Also das ist ja immer, sind ja immer große Worte, soziale Gerechtigkeit und Umverteilung und Globalisierung und Digitalisierung. Aber wenn man das ganz konkret runterbricht, auf den nächsten Wahlkampf, was wären die drei Punkte, die Ihnen wichtig sind, dass Sie den Wählern, die Sie den Wählern kommunizieren wollen? Also ich glaube, dass wir da im Moment noch nicht so weit sind, weil wir sind im Moment gerade in der Phase, wo wir sehr intensiv an Konzepten arbeiten. Aber ich glaube, die Frage der Energiewende, wie gestalten wir das gerecht, Stichwort Ökosteuer, Ökobonus, wie auch immer, wird eine ganz zentrale sein, eine ganz zentrale Forderung. Die Frage, wie schaffen wir eine soziale Absicherung auch für Selbstständige, die Innovationen ermöglichen, wird sicherlich eine zweite sein. Und die dritte Frage ist, wie kriegen wir langfristig, unabhängig von Wachstum, die soziale Sicherung finanziert? Da arbeiten wir im Moment intern an Konzepten, aber das sind, glaube ich, drei Bereiche, in denen es Forderungen geben sollte. Ja, Herr Janicek, Sie haben immer genickt. Haben Sie noch andere drei Punkte oder würden Sie die von Herrn Strengmann-Kuhn einfach unterschreiben? Das ist ja im Kapitalismus so, wenn man was verändern will, dann muss man die Anreize fürs Geld setzen, ein Stück weit, und die Rahmenbedingungen rechtlich. Aber natürlich müssen ökologische Reformen im Steuerbereich, im Subventionsbereich, über einen CO2-Preis ein Gesamtkonzept ergeben, das unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft Richtung Klimaneutralität bringt. Und das ist mit den ganzen technologischen Möglichkeiten, die wir haben, ein total faszinierendes Projekt, auch für unsere Ingenieure und Ingenieurinnen, die wir haben. Also die können das ja alles. Ich möchte, dass wir vor allem ein bisschen mehr Optimismus wieder ausstrahlen, weil ich glaube, wir haben eigentlich alle Möglichkeiten. Das Wissen ist da, das Internet ist da, wir sind vernetzt. Wir haben unheimlich viel finanzielle Möglichkeiten, Gott sei Dank noch in Deutschland. Wer weiß, was auf uns zukommt und wo wir auch solidarisch sein werden und werden müssen gegenüber Europa und anderen. Und jetzt wäre mal wirklich an der Zeit, deswegen hätte ich es mir ja 2013 auch schon gewünscht, aber 2017, dass die Grünen das zeigen, dass das geht, und sozial gerecht natürlich, klar. Ja, okay. Erstmal vielen Dank an Sie beide. Ich nehme an, dass wir vielleicht 2017 die gleiche Diskussion noch einmal führen können. Hoffentlich nicht. Gerne.